Ja, herzlich willkommen hier zur Yo-Show im Yo-Studio. Ich bin der Yo-Man, das ist der Fabian und der hat uns eine ganz fabelhafte Idee mitgebracht. Ich möchte gerne mein Auto umgestalten. Da sind jetzt so hässliche schwarze Außenspiegelkappen dran und die würde ich gerne rot einfärben. Jo, das ist überhaupt kein Problem. Dafür verwenden wir eine ganz besondere Kreativtechnologie, nämlich die 3D-Vollverklebung. Alles, was wir dazu brauchen, haben wir hier schon mal vorbereitet. Zum einen das Wichtigste, diese Folie. Das ist eine sogenannte Castfolie. Und das Besondere daran ist, sie wurde nicht gewalzt, sondern in einem Stück gegossen. Und deshalb ist sie sehr dehnbar. Man kann sie deshalb so schön über gewölbte oder eckige Gegenstände ziehen. Zum anderen brauchen wir hier einen Heißluftföhn, ein Heißluftgerät. Der hier ist professionellerweise stufenlos regelbar. Wir brauchen ca. 60 Grad Wärme, das heißt, ein ganz normaler Haushaltsföhn würde es hier auch tun. Und zum dritten eine schöne weiche Filzrake. Und ich habe schon mal ein entsprechendes Stück Folie abgeschnitten. Man sieht also, das passt hier. Es reicht aus, um den Spiegel zu bekleben. Ich würde dich jetzt bitten, dass du die Folie kurz abziehst, während ich den Außenspiegel mit Aceton von Fett befreie. So. Okay. Dankeschön. Und jetzt wird es spannend. Ich lege dir jetzt diese Folie hier mal an. Genau. Fabian, jetzt brauchst du diese Filzrackel. Und dann fangen wir hier mal langsam an. Die Folie durchziehen und entsprechendes Andrücken sauber auf den Spiegel aufzuziehen. Ja, genau. Mit der Rakel schauen, dass wir da hinten schön in die Ecke reinkommen. Genau, schneidet es da sauber ein. So, also hier das letzte Stück noch weg, genau. Und fertig ist unser nagelneuer roter Außenspiegel. Schaut aus wie neu lackiert, hat allerdings einen gewaltigen Vorteil, denn im Vergleich zur Lackierung kann man das A hier selber machen, B kann man diese Folie jederzeit wieder rückstandsfrei abziehen. Ja, mit dieser Kreativtechnologie, 3D-Vollverklebung, können wir natürlich nicht nur einen Außenspiegel bekleben, sondern natürlich auch das ganze Fahrzeug oder generell jeden Gegenstand, der rund oder eckig ist. Damit sind wir für heute fertig. Vielen Dank, Fabian, fürs Mitmachen und Servus, bis zum nächsten Mal. Yo, do it your own way.